Hallihallo, herzlich willkommen zurück, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, der Saisonstart war bisher so mäßig wie das Wetter in manch einem Monat. Es soll jetzt besser laufen, wir spielen gegen Dynamo Dresden. Die sind stark, die sind ein Favorit auf den Titel. Stehen auch in der Tabelle direkt vor uns und mit einem Sieg würden wir sie überholen. Nach der ärgerlichen Niederlage in Moskau müssen wir jetzt hier einiges ändern, deswegen spielt jetzt Striesen wieder von Beginn. Die Offensive krankt ja auch ein bisschen. Da lasse ich allerdings Tahiri und Schren nochmal zusammen auflaufen. Auf der 10 bekommt jetzt allerdings Schaschenko den Vorzug im rechten Mittelfeld. Sollte mal wieder ein bisschen die Form achten. Wer hat denn hier aktuell die beste Form? Die beste Form hat mit 16 Zappa, Unschawat und Tahiri und Bianchi und das Akkum. Wenn jetzt die halbe Mannschaft einen Wert von 16 hat, dann sehe ich das mal. In die Innenverteidigung geht Domisi. Der junge Mann, der jetzt hier mal eine Chance gerade bekommt, ist der gute Brunet. Reingeworfen, also jetzt haben wir zwei junge Leute auf der Bank, und der Ritz geht dann erstmal raus, stand ist er mit die Bank. So, und gegen Dynamo soll dann der Dreier her, das wird richtig hart. Heute erwarte ich höchste Konzentration. Wir haben es mit einem gleichwertigen Gegner zu tun. Die Gesichter, die bereits alles zu geben, ausverkaufter Signal in Iduna Park, knapp 800 Dresdner. So, Gottschalk, Thomas Gottschalk, Tipp 1 zu 2 auf Dresden. Wir wollen hier einen Dreier holen. Einkloppen, genau, das ist ja auch was der vierte Spieltag. Egelhaf wird den Ball gegen Götzschalk. Gelbe Karte jetzt für Götzschalk wegen Foulspiels. 1-0 Dresden. Alec Fitte mit seinem ersten Saisonpass. Und Thiago Lindemann, das ist ein Name, das ist der Leben leider hinten. Gianfi nimmt den Ball an, spielt nach rechts außen zurück, startet Richtung Eckfahne. Hendrikus hat Platz, läuft los. Und er stürmt dynamisch auf Lindenhahn zu, lässt ihn locker aussteigen. Der Busfahrer Mut hier und der Pass zur Strafraumgrenze zurück. Schaschenko stoppt den Ball, läuft gemächlich zum Mittelkreis, schlägt den Ball auf den linken Flügel hinaus. Und Rittens stoppt den Ball, flankt aus dem Stand in den Strafraum. Teilzeige nimmt den Ball mit Rücken zum Tor an. Und Mitchell grätscht mit vollem Risiko dazwischen und schwimmt den Ball zum Linkspringer ins Aus. Martinez gegen Simon geht an ihm vorbei, geht Richtung Strafraum, spielt sie Tor aus dem Abseits, einen verlässt die Fahne unter Fehlentscheidung. Pereira einen Eckball rausholen. Eckball von rechts. Dolores auf Fehlen. Mit Gefühl nach innen. Dos Santos klärt sich den Kopf. Liegen leider 0-1 in der Kopf. Entschuldigen Sie bitte, die Audioeinspielungen waren nicht ganz korrekt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu störend. Feedback in die Richtung ist natürlich auch jederzeit gern gesehen. So, und Feedback zu diesem Spiel bekommen jetzt mal ein Spieler von mir, der Schaschenko. Der hat hier keine gute Leistung gezeigt. Der bekommt, obwohl noch der Striso noch viel mehr, der kriegt Kritik ab. Gibt recht viel besser. Er läuft das mal schlecht. Ich zeige Striso schon seit jeher, aber dennoch. Und bleibt er hier die Nummer 1. Die Mannschaft wird angetrieben. Oh, Kinders, ich will Leistung sehen. Leistung will ich sehen. Das ist nicht mehr lange an, so 64. Minute. Da habe ich dann genug gesehen. Wir erhöhen den Einsatz und werden jetzt mindestens zweimal wechseln. Schaschenko, als ob ich den Sissoko nicht auf die Bank gesetzt. Schren macht ein ganz gutes Spiel. Möchte ich dann eigentlich auch irgendwie rausnehmen vorne. Tahiri ist auch nicht so überzeugend. Möchte ich aber auch irgendwie rausnehmen. Wir spielen dann einfach mal die Ausrichtung. Götzscher hat eh schon gelb gesehen, für ihn kommt Hochbu rein. Dann spielen wir mit Dreiersturm. Und dann geht Schren auf die 10 und Mohr kommt für Schaschenko. So. Ich hab auch gesagt, offensiv, Leute. So, kontrolliert offensiv. Gelb Cut für Mitchell. So, jetzt werden wir die Offensive nochmal erhöhen. Und auch noch einen letzten Wechsel bringen. Wer spielt denn jetzt auch nicht so überzeugend? Ne, warte ich noch mit dem letzten Wechsel. Gelbe Karte für Mohr gegen Paul Spiels. Tahiri ist jetzt hier nicht so gut hier und heute damals auch kein Stürmer mehr auf der Bahn.
Puh, wen bringe ich denn jetzt? So, komm, Deutsch einfach mal für Simon rein. So, nicht so reich. Vorhanden. Geht jetzt aber zum letzten Minuten. Nein, wir verlieren auch dieses Spiel mit 0:1 gegen Dynamo Dresden. Ärgerlich. Aber zumindest 2,62 Millionen Euro eingenommen. 457.000 Prämien bezahlt. Der Torschütze mit der schweren Gehirnerschütterung musste er runter. Gute Besserung. Domisi, der beste Spieler, Spiel bekommt die Note 6. Lausig, da war nicht viel geboten. Die schlechteste Leistung. Striso mit einer 5. Domisi mit einer 2 war der Beste. Dennoch, jetzt haben wir schon zwei Spiele in Folge kein Tor geschossen. Regensburg gewinnt 4:2 gegen Cottbus. Mainz verliert 1:2 gegen Hansa. Kaiserslautern spielt 1:1 gegen Würzburg. Düsseldorf verliert 1:2 gegen Schalke. Hoffenheim gewinnt 2:1 gegen Bielefeld. Dortmund, wir verlieren 0:1 gegen Dresden. Magdeburg gewinnt 2:0 gegen Augsburg. Wolfsburg verliert 0:3 gegen Leipzig. Und Bayern spielt 0:0 gegen Freiburg. Leipzig Tabellenführer dahinter. Rostock, Dresden, Augsburg, Würzburg, Magdeburg. Wir sind punktgleich mit dem Tabellen 16. Hoffenheim dahinter, Düsseldorf und Lautern. In der Elf des Tages ist niemand von uns. Wir hatten aber das bestbesuchte Stadion. Jetzt muss man langsam mal ein bisschen... Jetzt spielen wir gegen den Tabellenführer. Das ist jetzt mal das Zeichen, ein Zeichen zu setzen. So. Ansonsten sollte man dann mal gucken, ob man den Saisonstart ein bisschen korrigieren kann. Wir kaufen einen Sandhaufen und noch ein bisschen was anderes für 20.000 Euro. Jugendspieler zum Abwerben. So, wir haben in der letzten Woche 2 Millionen Euro eingenommen. Wir haben ja reichlich Kohle. Müssen wir gucken, was wir damit... Aber es ist noch zu früh hier. Ein bisschen Sand im Getriebe haben wir hier am Saisonstart noch. Deswegen haben wir jetzt auch noch einen Sandhaufen gekauft. Da können wir das Sand dann nämlich, den Sand dann nämlich hinbringen. Aus unserem Getriebe entfernt. So, Leichtkondition und Zirkeltraining wird hier stattfinden. Dann machen wir Abseitsfalle und ein bisschen Eckbälle. Und dann am Mittwoch nochmal ein bisschen Eckbälle und ein bisschen Freistoß. Und Tore schießen müssen wir üben, deswegen machen wir Torschuss und Kopfball und Fußballtennis und Passspiel. Die Gespräche müssen geführt werden, weil die Motivation hier doch einigen besserungswürdig ist. Meine gut, Dynamo Dresden, das war jetzt auch ein harter Gegner. Aber das soll keine Ausrede sein. Wir sollten hier der Final Boss, wir sollten hier der härteste Gegner für alle sein, europaweit. Ist jetzt zum Saisonstart noch nicht so viel von zu spüren. Gegen den Tabellenführer, ja, ist jetzt die Zeit gekommen, einen wichtigen Sieg einzufahren. Ins Einzeltraining geht einfach mal der Deinen. Die Formkurve zeigt auch bei einigen nach unten. Naja, ich rede die Leute stark, wie eh und wie je. So. Domisi mit dem guten Spiel hat auf jeden Fall auch der beste Mann. Ist wer deinen Einsatz ist ein Spieltag, dass sie da kommen, Tore schießen muss, besser werden. Gut, dafür haben wir die offensive Ausrichtung ja so ein bisschen rausgenommen. Aber wir gucken uns das jetzt auch erstmal noch eine Weile an. Ulrike ist auch der beste Mann, ihm scheint das klar zu sein. Brunet kriegt einfach mal ein persönliches Gespräch. Mein bester Trainer, sagt er. Aslanagic von West Bromwich für über 8 Millionen Euro verpflichtet. Romeo Moore ist ganz gut in Form. So, ich bin gegen den Tabellenführer am 5. Spieltag. Die haben 6 Punkte mehr als wir. Wir haben eine Tordifferenz von 6:6. So. Domisi wird deinen. Ulrike Simon, Götze, Jemfi, Tschaschenko. Soll ich dem nochmal so die Chance geben? Ich lasse Romeo Moore mal starten für Schwenn. Ich werde die Bank etwas anders bestücken. Dann geht er mal Schawat. Martin. So, Dutch hat sich auch wieder ein bisschen gescheitert. Sissoko geht zumindest auch mal wieder auf die Bank. So machen wir das. Nicht viele Änderungen, aber ein bisschen. Also, was wir letzte Woche falsch gemacht haben, das wissen wir alle. Aber diesmal, Jungs, diesmal will ich um Himmels Willen, dass wir nicht verlieren. Stellschrauben drehen. So viel müssen wir ja auch gar nicht ändern. So, die Spieler sind verwundert, weil ich so einen Quatsch erzähle. Ausgang auf der Red Bull Arena 6000. Beste Fans. Udo Lindenberg tippt 0:1. Diesmal auch uns. Im letzten Mal Spiel 0:1 verloren. Jetzt wollen wir selber. Und da liegen wir schon wieder 1:0. Oliver McLovin. Nicht zum Lachen hier, was wir hier sehen. 1:0 Leipzig. Und auch ein klares Chancenplus bereits nach einer Viertelstunde. Wunder jetzt mit der Flanke auf den langen Pfosten. Spiso streckt sich und hat den Ball. Hallo, mal wieder ein Tor. Oh, schießen hier. Tahiri oder irgendwer anders. Wetter in Kerzecke. Leipzig hier durchaus dominant. In der ersten Halbzeit. Mana scharf direkt vor das Tor. Es wird einen klärt. Zum erneuten Eckball.
Leipzig nur noch Tabellenführer. Dementsprechend, Manaf kratzt sich am Kopf mit der Flanke jetzt und da ist Striso, kommt raus und aus dem Ball. Und ist das weg. Bisher ein relativ sicherer Auftritt von ihm. Aber es geht nach vorne nichts. Einmal mehr. Kavric auf die andere Seite. Luko Giannis gegen Simon, der grätscht und hat damit kein Glück. Der nächste Gegner kann ihn nicht stoppen. Scharfe Flanke in den Strafraum. Der Ball geht jetzt aus. Leider liegen wir auch hier 0-1 hin, noch keine Torschance gehabt. Dann müssen wir ein bisschen offensiver auftreten und den Einsatz ein bisschen erhöhen. Striso spielt aber sehr gut, kommt hier ein Lob. Ich gucke mir das jetzt noch ein paar Minuten an. Einer für alle, einer für alle und alle für einen. Jetzt mal irgendwann eine Torschance zugange. Kavric, zumindest einer hatten wir jetzt. Kavric Richtung Mittelkreis. Das wird jetzt auf dem Abstiegsplatz spielen. Noch ist es nicht so weit, aber wir kommen immer näher. Funda, Schenko auf den rechten Flügel. Cox legt den mal quer. McLaughlin setzt sich gegen Götzscher durch. Der geht schon von innen in die Beine. Oh, nicht, dass das mal rot gibt. Und es gibt gelb. Zum Glück nur steht ein BVB-Spieler meist gut die Farbe. So, jetzt 25 Meter Torentfernung. Manaf, Hofors Tor. Götzscher ist aber schon wieder mal weg. 11 Meter für uns. Das ist eine Chance für den 11 Meter Experten Romeo Mohr. Der schießt aufs Rechteck und haut ihn rein. Erste Saison ist Auslässtreffer. Mit der Präzision eines Elfmeter-Fachmanns macht er den Auslässtreffer. Ist jetzt erstmal endlich mal wieder ein Tor gefallen. So, für Dos Santos kommt Chavard. Und das Spiel jetzt hier drehen. Den Dreier in Leipzig holen. Celik stoppt den Ball, spielt Richtung Mittellinie zurück. Overberg läuft in die Mitte, schlägt ihn auf den linken Flügel. Auch mal wieder ein Tor aus dem Spiel heraus, wäre auch nicht unschön. Luko Giannis nimmt den Ball perfekt an, aber die Flanke ist total missglückt. So, Sissoko kommt für Shashenko, Viertelstunde vor, 20 Minuten vor Schluss. Viertelstunde vor Schluss kommt dann. Samatik beidfüßig, dann ist nämlich Chavard. Es ist aber, dann geht Chavard auf rechts und ich gebe einfach mal dem jungen Martin die Chance. Warum auch nicht? Martin kommt für den, auch in Drucksituationen den jungen Leuten mal Chance gönnen. Und 18 Meter Entfernung. Simon läuft an, jagt ihn mal in die Mauer. Wäre der Martin auch ein Freistoßfachmann gewesen, das sollte ich dann mal durchgeben. Cox, der Teilen versucht ihn einzuholen, aber Cox ist zu schnell. Der schnelle Cox läuft aufs Tor zu Gewaltschuss und Striso reißt die Wolke nach oben und boxt den Ball ins Feld zurück. Überzeugende Leistung hier von Striso. Simon hebt den Ball Luko Giannis. Eine turbulente Schlussphase jetzt hier. Er nimmt den Ball mit. Wunder schaut nur zu. Gewaltschuss weit übers Tor. Jetzt nochmal hier die Chance. Und wir holen beim Tabellenführer zumindest ein 1:1. Leider kein Sieg, aber ich denke, das war ein unterhaltsames Spiel, obwohl es hier nur die Note 4 bekommt. Da war mehr drin, beide Tore per Elfmeter. 475.000 Prämie gezahlt. Striso, der beste Spielerspiel, bekommt die Note 4 gegen so. Striso mit einer 1,5. Die schlechteste Note hatte Domisi mit einer 4,5. Es ist ein wichtiger Punkt beim Tabellenführer. Der hilft uns aber erstmal nicht weiter in der Tabelle. Wir bleiben auf Platz 12. Torverhältnis 7:7, 5 Punkte nach 5 Spieltagen. Bielefeld gewinnt 2:0 gegen Bayern. Schalke gewinnt 1:0 gegen Regensburg. Cottbus spielt 0:0 gegen Düsseldorf. Augsburg gewinnt 1:0 gegen Hoffenheim. Dresden gewinnt 2:1 gegen Kaiserslautern. Leipzig spielt 1:1 gegen uns. Freiburg gewinnt 2:1 gegen Mainz. Rostock gewinnt 3:1 gegen Magdeburg. Und Würzburg gewinnt 3:1 gegen Wolfsburg. Jetzt mal wieder eine schwerere Hinrunde, wo wir schon ein bisschen den Anschluss verlieren. 7 Punkte Rückstand auf Platz 1, da steht Hansa Rostock. 1 Punkt Vorsprung vor Platz 16, da steht Wolfsburg. Tahiri in der Torjägerliste auf 7, in der Scoreliste ist niemand mehr von uns. In der 11 des Tages Striso. Wir waren im bestbesuchten Stadion. Ein Transfergespräch anstehen. Jetzt spielen wir in Bordeaux. Das wird auch nicht leicht. Wir haben hier eine durchaus knifflige Gruppe in der Champions League. Bordeaux steht in Ligue 1 auf Platz 11. Da läuft es vergleichbar wie bei uns. Da brauchen wir jetzt wirklich wichtig einen Dreier, damit wir da jetzt nicht auch in der Champions League Probleme bekommen. 500.000 haben wir verloren in der letzten Woche. Ich kaufe mal hier nochmal so einen Streifen leeres Land für 30.000 Euro. Fans kriegen 500 Karten für das Spiel in Bielefeld. Ich bin immer noch zu 100% unumstritten hier, auch wenn ich aktuell nicht als Gott gesehen werde. Wie viel Geld haben wir denn jetzt? 1,8 Millionen, da fehlen noch 200.000 Euro für unseren geplanten Fuhrpark. Es wird weiter ordentlich trainiert. Ich muss hier mal wieder gucken. Sondertraining ist da aktuell bei Brunet mal nötig. Sonst bei kaum jemandem.
Wir trainieren leichte Kondition, machen Krafttraining. Das Pressing muss besser werden. Englische Woche. Einmal mehr Abseitsfalle und Passspiel. Und Alleingang und Reklamieren wird geübt. Gespräche finden auch statt. So, der Zimmer muss aufpassen, nicht, dass er schon bald übermotiviert wird. Der Spieler hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Und ja, Remis beim Tabellenführer, da gibt es Schlechteres. Romeo Moore, der Elfmeter-Fachmann, geht mal ins Einzeltraining. Und wir gucken mal hier, haben alle gerade Hausaufgaben? Dos Santos, der soll ein bisschen was üben, der soll ein bisschen an seiner Technik noch arbeiten. Brunet, der junge Mann, der soll auch mal ein bisschen an seiner Technik arbeiten. Ritz, der soll an seinem Torinstinkt ein bisschen arbeiten. Und der junge Igbun, der soll ein bisschen Schusskraft trainieren. So, für ihn finden wir leider keinen Abnehmer im Moment. So, Dos Santos ist gut drauf. Der Eckpfeiler nach vorne hier im Mittelfeld. Im Trainingsspielchen geht das voll zur Sache. Die unglaublichsten Kombinationen gelingen. Am Ende steht es 4:4. Alle sind zufrieden, Stimmung steigt im Einzelnen. Das war mal wieder eine sehr gute Trainingsleistung. Da sieht man, die Leute haben Spaß an der Arbeit hier, am täglichen Miteinander. Und deswegen möchte ich jetzt auch überhaupt nicht von einer Krise sprechen. Das ist viel zu früh. Wegen Bordeaux muss jetzt allerdings dann schon ein Dreier her. Die Abwechslung hat sich ganz gut gefallen. Die lasse ich so, wie sie ist. Ich ändere einfach mal nichts. Ich ändere die Bank. Dann kommt Schren mal wieder auf die Bank. Und der junge Ritz kriegt die Chance, mal dabei zu sein. Steiner kriegt auch mal wieder die Gelegenheit. Zappa. So machen wir das gegen Girondins Bordeaux. Bonjour. Start Mahmoud Atlantique. Ausverkauft. Ungefähr halb so groß wie unser Stadion. Ganz nett. Über 5000 Dortmunder. Eine gute Atmosphäre. Ich möchte mir nach dem Spiel einen Rotwein genehmigen. Aber nur, wenn wir mit 3 Punkten nach Dortmund zurückfahren. Birgit Prinz 2:1 auf Bordeaux. Wir brauchen einen Dreier. Jetzt von rechts der Eckball. Mal wieder ein Tor aus dem Spiel heraus. Wäre doch auch mal was. Und da wird der Ball in die Arme von Keeper Davies geköpft. Mal in Führung gehen, wäre auch mal was wieder. Oetscher nimmt den Ball perfekt an. Sieht nach rechts. Jamfi Schaut spielt den Ball direkt in den Strafraum. Der ist weit im Aus. Der Karte für Oetscher nach einem Schubser. Halbe Stunde rum. Ostojic nimmt den Ball mit. Geht Richtung Eckfahne. Ein Abseits. Molina gegen Uldrikis. Er grätscht. Ohne Erfolg. Auch der nächste Gegner kann ihn nicht stoppen. Geht in den Strafraum. Kontrollierte Mal wird von Simon bedrängt. Setzt sich durch. Geht vorbei. Verdeckter Pass auf Jakubovic. Der hat alle Zeit der Welt. Schaut. Schießt. Und schießt genau auf den Keeper. Der damit null Probleme. Und auch den Ball direkt in die Sturmspitze. Mal wieder ein Tahiri-Special jetzt hier. Kommt an den Ball. Startet Richtung Tor. Hughes versucht ihn einzuholen. Tahiri ist zu schnell. Er ist zu schnell. Er läuft aufs Tor zu. Davies kommt ihm entgegen. Und der schiebt den Ball an ihn vorbei. Tahiri Special, wie bestellt, 1-0. Da wird es auch bald einen Cocktail geben, der so heißt. Ulrike ist jetzt gegen Molina, spielt den Ball zurück ins Mittelfeld. Erstes Champions League-Tor dieser Spielzeit für Patrick Tahiri. Götscher kommt zum Schuss und abgefällt von Schipnowski. Und Davies geht in die falsche Ecke und der Ball ist ein Hechtsprung des Keepers. Und er hat den Ball doch nicht bekommen, der Ball ist drin. Was war das hier für ein Doppelpack? Was für eine spektakuläre Szene und Götscher trifft. Auch zum ersten Mal in dieser Saison, wir führen 2-0. Das ist doch eine erste Halbzeit. Ganz nach meinem Geschmack hier. Tahiri bekommt ein großes Lob. Er war hier mal wieder der Dosenöffner und auch ein Lob an alle. Richtig groovy, allerdings jetzt offensive Franzmänner hier. Schipnowski blankt in den Strafraum. Volleyschuss, Jakubovic und Striso rutscht der Ball durch die Hosenträger. Trag doch einen Gürtel, er bekommt den Ball noch vor der Linie zu fassen. Und hat ihn. Boah. Und da ist das 3-0. Giampi auch mit seinem ersten Champions League-Tor. In der Spielzeit. Ulrikis mit dem Assist. Subero sieht die gelbe Karte und jetzt ist das Spiel auch schon fast entschieden. Das sieht doch hier nach dem ersten Dreier aus am dritten Spieltag der ersten Runde. Hughes lacht in die Ecke. Striso taucht nach unten. Der hat auch viel zu tun. Kommt mit den Fingern noch dran und der Ball rollt zum Eckball. Eckball von rechts für Porto. Noch ist hier eine halbe Stunde zu spielen. Wenn die jetzt den Treffer landen, dann wird es nochmal eng. Jovovic gegen Vertainen kommt zum Kopfball und in die Arme des Keepers. Aber der Keeper hält den Kasten sauber.
Wenn meine Frau doch mal so gründlich wäre. So, Sven kommt für Moor. Nach einer Stunde. 20 Minuten. Und Eis Sven trifft direkt als Joker. Für ihn schon der dritte. Ulrikis ist hier an fast jedem Tor beteiligt. So. Dann sehen wir mal. Götscher hat schon gelb, spielt aber gut, deswegen darf er drin bleiben. Lateinen spielt hier nicht so toll. Von ihm kommt einfach mal Steiner in die Innenverteidigung. Beim Stand von 4-0 kann man auch einen jungen Mann hier nochmal eine Viertelstunde Spielpraxis gönnen. Molina abseits der Linie, der hat das gesehen. Deswegen kommt der junge Mann Ritz jetzt mal in den Sturm für Patrick Tahiri. Der kann sich seinen Applaus abholen. Viertelstündchen jetzt hier. Gerti, das sieht doch jetzt hier nach einem dominanten Auftritt aus. Damit wir auch hier den Leuten zeigen, dass wir in dieser Saison dann angekommen sind. Ein kleines Tänzchen hier, der Neurohrer von dem Götscher gegen Mendoza. Spielt den Ball an den Strafraum. Simon läuft mit dem Ball in den Strafraum. Aber ist dann zu egoistisch und verheddert sich. Mendoza, 25 Meter vom Tor, können wir ja auch mal die Null halten. Das ist eigentlich chancentechnisch komplett ausgeglichen, das Spiel. Und jetzt nochmal Tracy. Die Franzosen wollen zumindest den Ehrentreffer. Caligiuri bringt den Ball unter Kontrolle, schlägt ihn auf den rechten Flügel. Tracy passt zurück. Caligiuri wird von Götscher gerempelt, verliert den Ball und wir gewinnen mit 4-0. Beeindruckend hier in Bordeaux, kassieren dafür auch 840.000 Euro Prämie und 600.000 Euro Fernseheinnahmen. Sport 1, 55%. Giamfi der beste Mann. Spiel bekommt die Note 3 ordentlich. 4 verschiedene Torschützen. So kann man es sich gut gehen lassen hier in Frankreich. Leben wie Gott in Frankreich. So, Wolfsburg verliert 2-0 gegen Nizza. Wolfsburg steht auf Platz 2. Wir sehen, Moskau gewinnt 2-3 in Cagliari Calcio. Wir stehen mit 4 Punkten auf Platz 2. Das ist gut, damit wären wir in der zweiten Gruppenphase. Moskau ist Tabellenführer, wir sind punktgleich mit Calcio. Rostock spielt 0-0 gegen Liverpool, die stehen auch auf Platz 2. Alle deutschen Clubs auf Platz 2. Dresden gewinnt 3-0 in Cork City. Können sie auch schon mal mit Runde 2 kalkulieren. Des Weiteren, Hoffenheim spielt 1-1 gegen Cardiff City. Freiburg gewinnt 4-0 gegen ZSKA Sofia. Regensburg gewinnt 2-1 gegen Sexy OSK. Die Ergebnisse hier für die deutschen Clubs weitestgehend. Ulrikes ist der beste Mann mit vielen Torbeteiligungen. Und denke, das war jetzt hier wirklich der Dosenöffner. So soll es beim nächsten Mal weitergehen. Auch das Unentschieden gegen Leipzig war ja nicht so schlecht. Dann spielen wir beim nächsten Mal gegen Hansa Rostock, Arminia Bielefeld und Cagliari Calcio. So soll es weitergehen. Rostock steht auch auf Platz 1. Bielefeld steht auf Platz 6, wird nicht leicht. Cagliari Calcio in der Serie A steht auf Platz 14, da läuft es nicht so. Kein Spiel gewonnen. In der Jugendabteilung sehen wir in der A-Jugend Platz 9. Zuletzt 3-2 in Rostock verloren. Ich hoffe mal, das ist kein schlechtes Omen für die großen Jungs. B-Jugend auf Platz 3 im Rennen um die Titelverteidigung. 1-0 gegen Waldhof Mannheim gewonnen. Die C-Jugend ist auf Platz 5. Auch gut dabei, 2-3 gegen Oldenburg, allerdings verloren kürzlich. Wir gucken mal die Statistiken, die jetzt auch langsam ein bisschen aussagekräftiger werden. In der Heimtabelle stehen wir auf Platz 12, in der Auswärtstabelle auch auf Platz 12. In der Tabelle der ersten Halbzeit auf Platz 15, Tabelle der zweiten Halbzeit Platz 6. Die erste Halbzeit ist ein kleines Problem aktuell. Insgesamt stehen wir auch auf Platz 12. In der zweiten Liga haben wir oben den HSV, Berliner AK und Heidenheim. Ganz unten Nürnberg, Eintracht Frankfurt, Ingolstadt und den Wiesbaden. In der Regionalliga Nord oben Kiel und Havelse, ganz unten Paderborn, Essen, Rödinghausen und Gladbach 2. Regionalliga Süd oben Elversberg, Mainz 2, Bayern 2 und Bayreuth. Grüße ganz unten Buchbach, FSV Frankfurt, Unterhaching und Ulm. Und ja, beim nächsten Mal habe ich Ihnen den Fahrplan schon gezeigt. Schalten Sie wieder ein, lassen Sie ein Abonnement dabei oder da. Die Grundgebühr, die ist dabei. Auch schon. Der Bundestrainer bin ich auch nach wie vor. Länderspiele wird es bald mal wieder geben, dann möchte ich mal gerade einmal schauen. Länderspiel wird es geben am 10. Oktober gegen Argentinien. Das gibt es beim übernächsten Mal. Und auch da wird die Grundgebühr dabei sein. Tschüss und auf Wiedersehen. Machen Sie es bestens und gut und schön und tschüss.